Agnes fiel mir gleich auf, als sie sich im Lesesaal vor mich setzte. Ihr Gesicht war schmal und bleich. Unsere Blicke trafen sich für einen Moment. Wieso hast du aufgehört mit dem Schreiben? Ich schreibe doch. Du weißt, was ich meine. Ich schätze, ich hatte einfach nicht genügend zu erzählen. Du könntest ja über mich schreiben. Ein Porträt. Als sie den Lesesaal verließ, folgte ich ihr. Echt? Du bist mir gefolgt? Könnte doch sein. Wir saßen nebeneinander auf dem Sofa. Ich küsste ihren Nacken. Ich hatte lange über diesen Augenblick nachgedacht. Ist doch gut. Weiter. Was ist mit uns, wenn du fertig bist? Darüber müssen wir reden. Bist du denn nicht glücklich? Glück macht einfach keine guten Geschichten. Agnes? Hast du etwa absichtlich für die Geschichte? Sag mal, hast du sie noch alle? Agnes kriegt ein Kind von dir, egal ob das in eine Geschichte passt oder nicht. Agnes, jetzt warte. Ich habe nicht gewusst, wie wirklich es wird. Wir brauchen die Geschichte nicht. Es ist unsere Geschichte. Alles, was sie erbaut haben, wird zusammenbrechen. Und aus der Asche ihrer Welt werden wir eine bessere erbauen.